Hallöchen. Steckt euer Eisen weg. Oder es gibt eins auf die Mütze. Was habt ihr hier zu schaffen, Herr... Herr Zoll? Ich bin hier mit dem Schicksal verabredet. Wenn ihr weiter so geschwollen daherredet, setzt es was. Hier geht's um Leben und Tod. Also Klartext bitte. Ihr habt die Manieren eines Bauern, guter Mann. Scheint jedoch das Herz am rechten Fleck zu tragen. Quatsch! Mein Herz schlägt links, wie bei jedem normalen Menschen. Er meint am richtigen Fleck, Grandy. Euer finsterer Gefährte hat ja seine Maske abgenommen. Sei es drum, ich habe ihn schon beim ersten Mal erkannt. Sei gegrüßt, Herr Maltur, Sohn des Unaussprechlichen. Auch euer Ruf ist euch vorausgeeilt, Herr Einur. Aber die Zeit ist nun knapp, um Höflichkeiten auszutauschen. Habt ihr eine Frau gesehen? Dunkelblond, um die 30 Jahre alt. Durchaus. Sie kam hier hereingestürmt, während ich noch mit dem Empfangskomitee beschäftigt war. Wisst ihr, wohin sie gegangen ist? Ich muss entschuldigen, aber ich war leider zu beschäftigt, um mich von den Reizen der Dame ablenken zu lassen. Sei's drum. Wir werden sie auch so finden. Sie wird sich ja wohl kaum im Haus verkrochen haben. Kaum irgendwo im Haus verkrochen haben. Wollt ihr euch uns nicht anschließen? Wir können einen zusätzlichen Schwertarm gut gebrauchen. Das Angebot muss ich leider ablehnen. Eine dieser Kreaturen hat mich am Arm erwischt und die Wunde muss versorgt werden. Wie ihr wünscht. Bis später dann. Oh je. Am Arm gebissen. Lass mich raten, du wirst nachher auch noch zum Vampir? Gut, wir speichern aber erstmal. Können wir euch mit eurer Wunde helfen? Danke, aber ich komme schon zurecht. Naja. Das sieht nicht gerade einladend hier drin aus. Oh, Särge. Leer. Leer. Okay. Hier sind eine Menge Vampire unterwegs. Ja, aber ich glaube, ja gut, Vampire. Ja, die Frage ist, ob er jetzt wirklich auch von einem Zombie erwischt wurde oder doch ein Vampir. Aber vielleicht können Vampire das hier auch irgendwie übertragen. Möglich ist alles. Eindeutig Warnfrieds Geschmack. Hier wäre Feuerholz. Stöckchen eingesackt. Kann die noch mehr? Nee. Nur eins. Leer. Okay, komm mal her. Ich brauche Erfahrungspunkte. Fledermausschwarm und Vampiresse. Okay. Dann wird wieder Zeit für Verdammnis. Ich muss nur aufpassen, dass sie mein Blut nicht komplett aussaugen. Ich merke aber schon, dass meine Magietränke hier dadurch leiden. Wenn ich entsprechend weiter Verdammnis einsetzen will. Rundumschlag. Fähigkeit Verdammnis. Okay, komm schon, besiegt sie endlich. Fledermausschwamm ist weg. Und eine Vampiresse, yes. Ja, komm. Erstmal diesen nervigen Fledermausschwamm. Und das war's mit der Vampiresse. Also Maltur ist wirklich schon sehr stark. Hey, eine von den beiden ist nicht zerplatzt. Die muss zu Warnfrieds Brut gehören. Wir müssen ihren Sarg finden, wenn wir nicht wollen, dass sie uns immer wieder heimsucht. Ja, toll. Das ist wahrscheinlich eines dieser beiden hier, ne? Da ist sie. Ah, da liegt das Weibsbild. Ohne Hammer und einen geweihten Flock können wir hier leider nichts ausrichten. Scheiße. Das sind ja tolle Aussichten. Okay, die Tür ist verschlossen. Nicht nur das.
Ich spüre, dass ein mächtiger Schutzzauber über diese Tür liegt. Hier kommen wir nicht weiter. Okay. Gut, das sind nur Fledermäuse. Was haben wir hier? Nichts, was uns weiterhelfen könnte. Nichts, was uns weiterhelfen könnte. Wertlos. Der Stuhl ist völlig demoliert. Hoppla, ein goldenes Amulett. Etwas staubig vielleicht, aber mit ein wenig Politur. Magisches Amulett. Das war's wohl. Nichts, was uns weiterhelfen könnte. Staub und Schatten. Staub und Schatten. Alles Zeugs, womit wir nichts anrichten können. Hättest du mal dankbares Werkzeug mitgenommen? Ja, hätte ich mal, Sapsi. Oder hätte ich mal irgendwie bei dem Priester was eingeweiht. Aber ja, ich hatte ja nichts Brauchbares. Hier hat schon lange niemand mehr geschlafen. Hier ist aber auch noch ein Sarg. Hallo? Xelram hat sich hier verkrochen. Ach Mensch, dich haben wir ja lange nicht gesehen. Okay, erstmal Grandy heilen und Maitur, greif an. Du haust nämlich ordentlich rein. So. Maitur, du kriegst auch einen Trank. Ja, verpiss dich mal wieder. Feiger Hund! Ja, aber wirklich. Bloß nicht anfassen, sonst löst es sich in Staub auf. Ja, die Stühle hier sehen auch schon ziemlich kaputt aus. Aber einen Magietrank hat er noch drin, ne? In seinem Sarg. Ja, da komme ich um diese Fledermaus echt nicht herum. Machen wir erstmal die Vampir-Fledermaus kaputt. Die anderen, die versuchen uns ja einfach nur, ja, die Werte zu vermindern. Ist aber blöd, wenn das Ding ausweicht, ne? Wir können das aber genauso gut. Oh, selbst Maitur macht nur 46 Schaden. Ich mag diese Fledermäuse nicht, wenn ich ehrlich sein soll. Ob Verdammnis da was bewirken würde, ich glaube fast nicht. Ich mach's erstmal normal. Du machst Nudel auf, lauf. Oh, lecker, Sapti. Gib was davon ab. Oh, und dann lass zumindest für mich was übrig. Na, reicht es endlich mal? Okay, sie geht wieder in den Angriff über. Das Ding ist lästig. Jetzt muss eigentlich nur die Vampirfledermaus irgendwann mal kaputt gehen. Jetzt wäre Dankwart auch sehr nützlich, beziehungsweise Libra, die ich ja leider da gelassen habe. Na, endlich ist sie kaputt. Ja gut, jetzt nur noch die Schwärme, die kriege ich ja so auch noch irgendwie platt. Schaden machen die ja nicht wirklich. Ist nur halt ein bisschen nervig, die jetzt überhaupt glatt zu kriegen, weil die ja doch eine ziemlich hohe Verteidigung auch haben.
Wenn Maitor wenigstens auch mal kritische Treffer machen würde und auch trifft, dann wird das vielleicht schneller gehen. Vor allem bei den paar Erfahrungspunkte, die man nur kriegt. Ja, dieser Kampf zieht sich. Aber wenigstens kriege ich jetzt keinen Schaden mehr. Gut, einer weniger. Das macht nur Grandy die kritischen Treffer, ne? Maitor kann das nicht. Aber immerhin, ne? Weil wenn ich ihn das so angucke, machen die ja beide genau gleich viel Schaden. Okay, das war's endlich mit denen. So, das waren die Fledermäuse. Ja. Wo gehen wir jetzt hin? Das ist wieder der Anfang. Apropos, Moment. Ah, die Tür da oben ist offen. Ich wollte gerade mal was gucken. Stöckchen. Wenn Julie hier wäre. Ach, so ein Stock ist das okay. Also wenn ich mir diesen Stock genauer anschaue. Pflock, angespitzt. Der muss jetzt nur noch geweiht werden. Ja, ich habe gerade keinen hier, Grandy. Na toll, jetzt habe ich meinen Pflock, aber kann ihn nicht wirklich benutzen. Einen Hammer brauche ich, oder? Hammer habe ich doch, ne? Den Hammer habe ich, ja. Aber ich muss es halt einweihen lassen. Scheiße. Sei gegrüßt, Max. Oh. Die stehen sich gegenüber. Heiliger Strohsack, Xelram und Zoll. Und der ist ein Kopf los. Tja, ich würde sagen, das ist das Ende von Xelram. Da seid ihr ja. Ich hatte euch gar nicht kommen gehört. Entschuldigt mich doch bitte für den kurzen Moment. Okay, mach nur weiter. Tob dich aus. Wir wollen schließlich nicht, dass ihm der Kopf wieder nachwächst. Weg ist er. Rest in Peace, Xelram. Beeindruckende Vorstellung. Wollt ihr uns nicht langsam sagen, was das alles zu bedeuten hat? Eine alte Rechnung, die ich mit Xelram zu begleichen hatte. Ich war gerade auf dem Weg nach Düsterburg, als ich erfuhr, dass er mit seinem Herrn und Meister in Königsberg weilt. Dieser Umstand hat mir eine lange Reise erspart. Was war das für ein Zeug, mit dem ihr ihn pulverisiert habt? Das? Sarabäisches Feuer. Sehr selten, sehr kostspielig und ausgesprochen effektiv gegen Vampire. Genau der Stoff, den wir brauchen. Wo bekommt man so etwas? Außerhalb von Scarabea. Überhaupt nicht. Die Sarabesen achten sehr genau darauf, dass es nicht in die Hände potenzieller Feinde gerät. Du hast den Rahmen gestern sehr enttäuscht. Okay, inwiefern? Apropos, hast du jetzt eigentlich wirklich gewonnen bei der Gameshow? Aber ihr könnt meine restlichen Rationen haben. Ich brauche sie nicht mehr. Wirklich? Das ist aber ausgesprochen großzügig von euch. 10 Fiolen sarabäisches Feuer erhalten. Nur 10. Eieiei, das heißt, ich muss sparsam damit umgehen. Ich werde in meine Heimat Tirat zurückkehren und mein Leben dort ganz neu aufbauen. Die Zeit des Kämpfens ist für mich vorbei. Lebt wohl. Ja, mach's gut. Zoll? Ja. Was kann man mit diesem Zeug denn alles so anstellen?
alles Mögliche. Ihr könnt es zum Beispiel als Wurfwaffe verwenden, besonders gegen Vampire, die können es auf den Tod nicht leiden. Es eignet sich allerdings auch hervorragend, die Zuflucht reisender Vampire zu vergiften. Okay, wie das? Schmeißt einfach eine Fiole in seinen Sarg. Ein Vampir ist für gewöhnlich an seine Heimat gebunden. Will er reisen, so ist er gezwungen, einen ausreichenden Vorrat an Heimaterde mitzunehmen, in den er ruhen kann. Normalerweise sind seine Vorräte begrenzt, so dass es häufig sinnvoll ist, seine Särge oder Kisten voller Erde für ihn unbrauchbar zu machen. Gelingt es, alle seine Ruheplätze zu vernichten, so hat er keine Zuflucht mehr und muss elendig krepieren. Was meint ihr, Maitua, ob Warnfried aus Königsberg kommt? Er hat früher hier gewütet. So viel ist gewiss. Ihr werdet es wissen, wenn ihr einen seiner Särge findet. Wenn Erde drin ist, dann ist er ein Reisender. Also teilt euch die Fiolen gut ein. Wer weiß, wie viele Särge euer Freund in dieser Stadt versteckt hat. Eieiei. Der Mann kennt sich aus. Den hätten wir gebrauchen können. Weshalb? Alles, was er erzählt hat, war mir bereits bekannt. Wie bitte? Und warum habt ihr uns nie an eurer Weisheit teilhaben lassen? Es bestand keine Notwendigkeit und außerdem hat niemand danach gefragt. Das übliche Problem. Okay, du hast leider verloren, aber es war insgesamt sehr ausgeglichen. Du hast Overwatch mit Apex Legends verwechselt. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Das kriegt auch nicht jeder hin. So, dann schauen wir mal hier nach. Ah, da ist sie. Wie kann das sein? Wie seid ihr durch die Tür gekommen? Na, ich vermute mal, Xeram hat vergessen, sie abzuschließen. Ein Fehler, der ihn um Kopf und Kragen gebracht hat. Ich erwarte keine Gnade von euch. Wenn der dunkle Vater entschieden hat, dass er mich an seiner Seite wünscht, dann soll es geschehen. Mit dem dunklen Vater kann ich nicht dienen. Aber wenn ihr so lange mit dem dunklen Sohn Vorlieb nehmen wollt... Gnädigste. Ihr seid es wirklich, der Sohn des Herrn! Bitte vergebt mir, dass ich euch unter der Kapuze und in der Schwärze der Nacht nicht schon früher erkannt habe. Hört auf zu winseln, Weib! Ich habe den dunklen Gott schon vor vielen Menschenaltern abgeschworen. Und seit meines Lebens habe ich das Gewürm verachtet, das sich vor ihm in Schlamm der Erde windet. Aber wenn ihr den hohen Versprechungen seiner Propheten Glauben schenken wollt, dann ist euch beim besten Willen nicht zu helfen. Ein Platz an seiner Seite? Pah! Man wird euch in die tiefsten Schlünde stürzen, wo ihr mit zertrümmerten Knochen bis zum Ende aller Tage dahin siechen werdet. Dass ihr jung und schön seid, wird euch dabei kaum zum Vorteil gereichen. Ich kenne da ein paar besonders abstoßende Dämonen, die es sich nicht nehmen lassen werden, euch hin und wieder zu besuchen, um sich an der Herrlichkeit eures Leibes zu laben. Ihr habt unseren Vater verraten! Euren Vater! Euer Schicksal! Ich bestimme jetzt mein Schicksal. Und ich habe mich entschieden, die Zeit, die mir noch bleibt, zu nützen, um Buße zu tun. Für tausende von Seelen, die ich eben geopfert habe. Wir haben nichts ewig Zeit, Maitua. Ich bin mir sicher, dass diese Frau weiß, wo wir Warnfried finden. Ihr habt die Wahl, Serena. Entweder ihr packt aus, oder Maitua wird euch einen kleinen Ausblick gewähren auf die Martern, die euch bevorstehen. Nein, Granny! Ich habe von der Fähigkeit dieses Mannes gehört. Ihr dürft nicht zulassen, dass er Hand an mich legt. Zulassen? Ich werde ihn darum bitten! Aber ich weiß von nichts. Ich bin selbst ein Opfer des Blutsaugers. Ich sehe schon, das führt zu nichts. Maitua, wenn ihr bitte euren Gehirnschmelzer auspacken würdet. Mit dem größten Vergnügen. Nein, bitte verschont mich. Ich kann keine Schmerzen ertragen. Es sei denn, ihr fügt sie den anderen zu, oder? Bitte. Ich werde euch alles sagen.
Ich hatte schon befürchtet, wir müssen es tatsächlich tun. Dann mal los. Wo hat sich Wanfried verkrochen? Ich kann es auch nicht mit Gewissheit sagen. Fangt ihr schon wieder damit an? Nein, Herr Grandy. Es war mein Auftrag, Herzog Wanfried eine Zuflucht zu suchen, falls die Dinge in Düsterburg schlecht für ihn laufen. Ich höre euch. Oh oh. Jetzt haben wir ihn. Falsch, du Wurm. Was ist das? Ein magischer Schild. Schutzschild. Oh oh. Habe ich recht gehört, meine Liebste? Du wolltest diesen jämmerlichen Mann meine Zuflucht verraten? Nein, Meister! Das würde ich niemals tun! Ich bin euch mit Leib und Seele ergeben! Das wisst ihr doch! Ich glaubte es zu wissen, aber ich beginne zu zweifeln. Meister, bitte tun mir nicht weh! Wie ihr wisst, ich kann keine Schmerzen ertragen! Habt keine Furcht, mein Täubchen. Ich werde dir nicht wehtun. Heiliger Strohsack, was hat er vor? Er verdreht dir den Kopf. Autsch? Och, Grandy, das scheint nicht euer Tag zu sein. Erst muss euer junger Freund dran glauben und nun auch noch diese Verräterin. Ihr solltet besser aufgehen, bevor ich mir eure Frau vornehme. Er ist uns immer einen Schritt voraus. Bringt vor unseren Augen Leute um und wir können nichts tun, als zuzusehen. Wir haben nicht die geringste Chance gegen ihn. Er ist uns einfach überlegen. Das sehe ich anders. Der Schutzzauber hat ihn enorm viel Kraft gekostet. Ich habe gespürt, wie er zuletzt immer schwächer wurde. Sein Hauptmann ist tot und er hat eine seiner Agentinnen verloren. Wir haben ihn in die Enge getrieben. Er flüchtet sich in Drohgebärden, um uns zu verunsichern. Ansonsten hätte er uns hier und jetzt vernichtet. Meint ihr?